Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Ich habe wieder eine Gestaltungsidee für euch, die ich mit euch zusammen natürlich hier vor der Kamera ausprobieren möchte. Es geht um das Gestalten von Gutschein-Geschenkeverpackungen. Das war die allererste, die ich hier gemacht habe. Das Video müsst ihr euch ansehen, wenn ihr dieses Grundgerüst nachbasteln wollt. Ich verlinke es euch oben beim i. Ich habe jetzt mittlerweile schon insgesamt 3 verschiedene gestaltet. Die habe ich schon gestaltet und die habe ich schon gestaltet zur Schuleinführung. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gemacht habe, was ich benutzt habe, ich verlinke euch die Videos alle unten in der Videobeschreibung. Und insgesamt habe ich vor, an die 10 verschiedenen Arten zu machen. Kann man das so sagen? Ja. So, ich habe hier schon vorbereitet. So sieht das dann aus. Das Grundgerüst. Und wie gesagt, da müsst ihr euch das Hauptvideo Nummer 1 angucken. Da zeige ich euch, wie ihr das anfertigen könnt. Ich habe mir auch gleich noch eine Banderole gemacht. Und ihr seht schon am Farbton, es soll etwas für einen Jungen bzw. einen jungen Mann werden. Schauen wir mal, was rauskommt. Und zwar habe ich mir das angefertigt mit diesem Papierblock von DekoTime. Ja, was so ein bisschen männlich ist oder was man auch jetzt so, wenn man vielleicht Geburtstagskarten für einen Hausbau oder so, Geburtstagskarten für einen Hausbau, die Katrin wieder, Glückwunschkarten, wenn jemand ein Haus gebaut hat oder so, ne, wenn so eine Einweihungsparty ist, weil das wie Laminat aussieht und das passt irgendwie so, ne, ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. So, also, das müsst ihr euch anfertigen und dann habe ich mir zurechtgelegt. So, wo fange ich denn an? Ich habe einmal hier diese Karten. Die gab es im Action. Ich hoffe, ich sage euch nichts Falsches. Ob ich die vielleicht auch von Xenos habe? Ich kann es euch gar nicht sagen. Da sind verschiedene Sprüche drauf. Und ich habe mir Happy Birthday ausgesucht. So. Dann habe ich diese Karten. Das sind Selfie-Cards. Die hatte ich mal reduziert bei Xenos gefunden. Die fand ich total toll. Und heute kommen sie zum ersten Mal zum Einsatz, wo ich mich auch freue. Und zwar bleibt die so groß. Einmal Let's Have Fun, wenn man 18 wird, ne? Und Oh Happy Day. Das braucht ihr. Das oder ähnliche Produkte. Und wenn man 18 ist, kann man natürlich auch Emoji. Selbst ich mag jetzt noch Emojis. Und von daher habe ich die auch vom Action. Das sind Foam-Sticker. Und damit werde ich einfach das Innenleben meiner Gutscheinkarte verschönern. Ich lasse heute mal dieses typische, guckt euch die anderen mal an, dieses typische Innendekorieren lasse ich heute weg. Ich mache das einfach mal ganz normal mit diesen Foam-Stickern. Und dann habe ich hier nochmal so Tischdekoration in XL und zwar die Zahl 18. So meine Guten, was braucht ihr noch? Doppelseitiges Klebeband. Ihr benötigt noch ein Locher und ihr benötigt noch, muss ich auch noch holen. So Bastelkordel, aber in einem anderen Farbton. Also ich werde irgendwas in Blau oder Gelb mir suchen. Und dann das übliche, ne? Doppelseitiges Klebeband und Schere und sowas. Und dann würde ich sagen, wir starten. So, wie immer verlinke ich euch Produkte unten in der Videobeschreibung. Ja, Action-Sachen gibt es ja leider nicht online, aber ich gucke immer, ob es vielleicht was Vergleichbares gibt im Internet. So. Was machen wir? Ich würde sagen, ich gestalte mir erstmal das hier und jetzt muss ich euch mal was zeigen. Seht ihr das? Das ist gerissen. Das passiert mir immer nur bei Actionpapieren. Das ist echt ärgerlich und ja, es ist wirklich wenig Geld. Aber wenn man das jetzt verschenken möchte, so richtig, ne? Also ihr bastelt das ja, um das richtig jemandem zu geben. Ich bastel es ja teilweise nur, um es euch zu zeigen. Wäre das sehr, sehr ärgerlich. Von daher, wenn ihr wirklich vielleicht mehr bastelt und mehr verschenken wollt und so, oder manche verkaufen das auch auf dem Bazar oder, ne, also würde ich schon sagen, lieber 1-2 Euro mal mehr ausgegeben für ein Papier und dann passiert sowas nicht. Ist nicht immer bei Action, also ich will Action auf keinen Fall schlecht machen, ich liebe Action über alles, aber das ist dann halt ärgerlich und das ist immer bei diesen länglichen Papieren. So. Ich muss mein Gutscheinfach machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier diese Schlaufe, sag ich mal, oder dieses kleine Bubbelchen und mein Gutschein ist 9 cm groß. Ich gehe jetzt hierher und mache mir so ungefähr in der Mitte 9 cm. Das heißt, ich mache mir hier vorne einen kleinen Strich
Und ich mache mir hier bei 9 cm kleinen Strich. Jetzt hole ich mir mein Cuttermesser. Schneide hier einmal rein bei dem Strich. Und schneide hier einmal rein. Und jetzt mache ich von Strich zu Strich, trenne ich mir so ein kleines Stück Papier raus. So, und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Gutschein dann reinzustecken. So, und wenn man das dann aufmacht, tada! So, dann mache ich ihn erstmal wieder raus. Also hier drinnen will ich gar nicht viel machen. Da kommen nachher die Formsticker rein. Draußen verziere ich das Ganze mit meiner Banderole. Die lege ich mir hier einmal rundherum. Ganz schön hell die Kamera. So, die lege ich mir hier rum. Knick die fest. Knick das auch fest. So, und ich mache das so, dass ich das noch ganz bequem rein- und rausschieben kann. So, jetzt befestige ich das Ganze mit doppelseitigem Klebeband. So, jetzt hatte ich einen kleinen Klebefehler, aber den konnte ich sehr gut korrigieren. Alles kein Problem. So, das kann man jetzt schön schieben. Und jetzt brauche ich erstmal meine 18. Weil die Emojis überwiegend gelb sein werden, nehme ich die 18 auch als gelb oder in gelb, das Deutsch wieder. Mache ich vielleicht noch ein Blau drunter, mal gucken, wie das wirkt. Das sieht ja auch gut aus, wie blau. Das sieht ja sehr gut aus, dass ich die so ein bisschen versetzt zusammenklebe. Nee, das Blau sieht schöner aus, oder? Jetzt wollte ich Gelb nehmen, aber das fällt ja kaum auf. Ja, das mache ich so versetzt. Dann macht er einfach ein bisschen auch wieder doppelseitiges Klebeband. Das hilft eigentlich überall. Ein bisschen hin an eine Stelle. Und mache das ein bisschen versetzt auf die gelbe drauf. Hier unten habe ich ja diese Kante, deswegen verdecke ich das jetzt mit der 18 und setze das hier unten so ein bisschen, ja, bündig ist es nicht, aber ich setze halt da drüber. So. Sehr schön. Wenn hier ein bisschen Kleber drüber ist, den kann man ganz leicht abklubbern. So, und dann wäre das nämlich schon mal fertig. Und mit Glitzer brauche ich ja heute nicht arbeiten, wer mich kennt. Jungs stehen ja nicht so auf Glitzer. Zumindest die meisten. So. Jetzt mache ich mein Innenleben. Abziehen. Ich könnte ja auch schon mal gucken. Welche habe ich denn hier, welche Emojis? Ich denke mal, ich werde hier unten die nehmen, ohne Glitzer. Die ganz einfachen. Und das Coole ist ja, dass man die kleben kann, dass man da gar nichts mehr groß machen braucht. So, da kommt hier einmal so ein Emoji hin. Aufmachen. Jetzt sieht das noch ein bisschen leer hier drin aus, ne? Mir ist es ein bisschen zu leer. Freunde, was mache ich denn da? Ich habe mir hier mal so ein Washi-Tape geholt. Das werde ich jetzt einfach mal hier so hinkleben. Einmal oben, einmal unten, damit das nicht zu leer aussieht. Weil ich bin nicht so für dieses komplett... Ja, das passt doch. Er freut sich nicht, wenn er so einen schönen Gutschein bekommt, ne? So. Ach kommt, ich mache die hier noch drauf. Das sieht doch sonst so leer aus.
So. Wer sagt's denn? Der wäre fertig. Theoretisch wäre ja unser Gutschein schon fertig. Da ich aber das Ganze hiermit kombinieren möchte, habe ich mir gedacht, dass ich den hier dran baumeln lasse und dieses Happy Birthday Dings auch. So, und jetzt kann man das nämlich hier rausnehmen, guckt, was drin ist und kann das Ganze dann wieder hier drin verstauen. Jo, das geht in Ordnung. Das kann man hier zur Not mit reinklemmen, denn wenn das nicht so rumbaumseln soll, man kann es nochmal zusätzlich einpacken in Folie. Das könnte man auch machen und da hat man eine schöne Idee. Ja. Hat es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde es voll okay. Für einen Jungen, ja, ich bin halt so dieser Glitzertyp, ihr kennt mich, das ist halt normal bei mir. Aber es geht, ich finde es okay. Oder was sagt denn ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, und dann war es das von mir. Die anderen, wie gesagt, verlinke ich euch unten. Wir sind jetzt bei der vierten Idee und dann schaue ich mal, was mir noch so einfällt. Und dann hoffe ich, ihr seid die nächsten Tage mit dabei. Tschüss, bis bald, eure Katrin.